So, als nächstes müssen wir hier Al-Mardikwar töten. Al-Mardikwar, das Oberhaupt des Ordens, ist Wasif ad-Turki. Al-Mardikwar, das Oberhaupt des Ordens in Ash-Sharqiyya, ist Wasif ad-Turki. Er kontrolliert halb Bagdad von der großen Garnison aus. Dann holen wir uns den Typen. Woanders hin. Doch sei mit dir, mein Bruder. Na, was? Zeig's der Schotter. Bürger! Hörtet ihr jemanden Verständnis gegenüber den Aufständischen äußern? Ach, das ist schon wieder. Sorry, Leute. Ich muss erstmal hier die Plakate runterreißen, weil ich will nicht sehen, dass. Die Wachen werden gut aufpassen. Er ist hier! Nein! Lüg nicht! Hier hinter, oder? Ach. Lieber verborgen bleiben. Genau, stimme ich dir zu. 1. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ich habe Angst. Ali, bist du bereit? Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer... Gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes. Dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Ui, ich glaube, das wird schwer. Also, töte Al-Mardikwar. Al-Mardikwar, das Oberhaupt des Ordens, das für die Hinrichtung der Aufständischen in Ash-Sharqiyya verantwortlich ist, wurde als Kriegsfürst Wasif ad-Turki entlarvt. Wasif ist eine graue Eminenz, die hinter dem Thron steht und nach Belieben Kalifen an die Macht bringen und beseitigen kann. Seinen mörderischen Feldzug führt er von der großen Garnison aus, wo er nun Beshi, einen der Anführer des Aufstands, festhält. Suche nach Möglichkeiten, dich in die große Garnison einzuschleichen. Eieiei.
Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Leite mich, Enkidu. Da oben drauf ist schon wieder so ein Vogel. Es ist zu gefährlich, Enkidu. Lass es einfach. Eigentlich doch schon drin. Wie habe ich das gemacht gehabt? So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Auf Abstand. Ich war da schon drinnen. Geh weg! Komm ich leider auch nicht rein. War ein Versuch wert. Was? Darüber geht's auch nicht. Eieiei. Das hier wird eine harte Nuss. Ich habe eine Idee. Ja. Geh deines Weges. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Hey, das ist nah genug. Waffen blank. Wir haben Gesellschaft. Augenblick. Ja, schnell weg hier.
Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Ich muss wohin? Sag nicht, der Schlüssel ist wieder von der Kette gefallen. Der Hauptmann bringt mich um, wenn ich ihn verloren habe. Wo ist der verfluchte Schlüssel? Ich töte dich! Kommt wieder. Echt? Einverstanden. Was? Was war das? Der wieder her? Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Aber allein, dieser Grobian wird hier nicht gebraucht. Ich erfülle meine Pflichten in Alkark und mehr und kann mit Sicherheit auch die Führung in Ash-Shakia übernehmen. Er mischt sich in meine Angelegenheiten ein und ist mit seinem ganzen Gehabe eine Beleidigung meiner Fähigkeiten. Ich bitte förmlich um, dieser Brief ist unvollendet. Ein Schlüssel. Damit komme ich in den inneren Bereich der Garnison. Ha!
Gut, wir müssen da hinten hin. Ich werde dich finden. Nach oben. Koste den Tod! Ich muss da drüben hin. Komm runter. Letzte Warnung. Almadiqua, haben deine früheren Jahre als Sklave in der Schmiede deine Hand rau werden lassen? Sicherlich waren dort sowohl Feingefühl als auch Kraft gefragt. Dir wurde befohlen, die Sklaven zu sichern, nicht sie reihenweise umzubringen. Du hinterlässt eine Blutspur, die gut zu uns anderen zurückverfolgt werden könnte und damit auch zu mir. Eine feste Hand, aber eine leichte Berührung. Ich werde mich nicht wiederholen. Aber ich
finde dich. Wasifs Gemach. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Was für ein aufwendiger Schrein. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Er staubte Erinnerungen. Ich war noch ein Junge, als sie mich schnappten und zum Schmied schickten. Der Hundesohn prügelte mich, aber ich machte mich stark. So wie du es mir beigebracht hattest. Sobald ich groß genug war, brach ich ihm mit meinen eigenen Händen das Genick. Ich drückte zu, bis ich es knacken spürte. In diesem Moment war kein Zorn in seinen Augen. Das Einzige, was ich sah, bevor sie sich mit Blut füllten, war Angst. Du wärst stolz auf mich gewesen, Mama. Alles klar. Was wünscht sich jede Mutter für ihren Sohn? Stehen. Augen geradeaus! Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung! Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Es bleibt zu viel Glied. Mach die Blutrinnen tiefer. Was? Erweisen wir dem Hund eine Gnade! Hier kommt die Vergeltung! Erfreut! So. Oh Mann. Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Dann holen wir die frei. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Wo ist der Aufseher?
Hey! Ja! Da ist der Aufseher. Behalte es für dich, aber man sagt, dass Ibn Mohammed viele unserer Männer anspricht. Und die Bauern auch. Der Kerl zieht Menschen an, die Scheiße fliegen. Die sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Geh auf Erkundungsflug. Wo ist der Aufseher hin? Da hinten. Der Typ soll ich wieder hier drunter stellen. Geht natürlich nicht. Der Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. Hier noch was? Schön. Bleib wachsam. Hier scheint es seltsame Geräusche zu geben. Wann gibt es die mal nicht? Haltet einfach die Augen. Ja, Pech, Kapvogel. Gebührt unser Dank. Ali wird uns Rache üben lassen. Für Beshi. So. Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer.
Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Das ist echt eine gute Idee, hier das Leuchtfeuer zu entzünden. Was haben wir hier noch? Pass bloß auf. Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Selbst jetzt bleibt er gefasst und still. El Mardichwar. Wie passend. Das war's für dich, mein Freund. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest. Und nie wieder benutzen wirst. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg.
Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Der Umschwung beginnt nun mit uns. Mir nach! Ob das so gut ist? Blute! Lass das! Mach dich! Bist du ja! Mach das! Guter Anfang! Warum kämpfen Sie noch? Ihr Heerführer ist bereits tot! Alarm! Mit uns! Erbärmlich! Das war's! Verschwinden wir von hier! Folgt mir! Bleibt zusammen! Verstehst du das unter Freiheit? Dir deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen? Wieso? Der Weg nach vorn, meine Geschwister. Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Mit dem Tod des Kaliven ist uns ein wertvoller Bauer verloren gegangen. Seid beruhigt. Das Spielbrett wurde mit neuen Figuren erneut aufgebaut. Aus der Asche all dessen, was wir erschufen, werden neue Feuer entspringen. Macht die Flamme des Widerspruchs an, sät Misstrauen und erntet euren Lohn. Nashi ist unser Verbündeter. Ordnung wird sich aus dem Chaos erheben. Die Falle wurde gelegt. Al-Bahamut, Kopf der Schlange. Leute besser aus als der Heerführer. Der Kampf ist schon beinahe vorüber. Ich jetzt dran. Helft mir! Ihr seid alle des Todes! Oh, geschafft! Das war knapp! Nicht knapp! Unvermeidlich! Mehr Wachen! Hey, Augenblick! Abdeiter! Du kämpfst voller Inbrunst. Womöglich spricht dich unsere Sache doch in der Hand, als du zugehst. Scheiße! Denk an die Einarbeit! Reiß dich zusammen, Basim. Sofort! Du wirst leiden! Das war der letzte. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Sadiki. Wir gehen durch das Haupttor. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit oder den Tod! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah!
Ich sollte zurück zu Fulat, ins Bruderschaftshaus. Ja, das machen wir auch. Ich falle besser nicht auf. Ich gucke kurz mal kurz die Karte hier an, die Nachforschungen. Den haben wir jetzt getötet. Wir haben also mittlerweile ein paar mehr Hinweise bekommen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Bruderschaftshaus. So. Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Komm leise, geh leise, damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Beshe nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshe tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt. In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. So, damit sind wir ein Novize. Das hört sich gut an. Okay, Gut, wir haben jetzt ein paar Quests weniger. Ich werde jetzt mal gucken, was wir noch so machen können. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wir haben jetzt wieder hier 4 Fertigkeitspunkte. Ich würde mal sagen, was ist das hier? Nimm die mal. Tüftler, du kannst eine zweite Hilfsverbesserung von Rang 1 für jedes verfügbare Hilfsmittel auswählen. Warnung. Beim Zurücksetzen werden alle Vorteile des ersten Ranges vom Hilfsmittel entfernt. Suche die Banu Musa auf, um sie wieder anzuwenden. Okay. Schön, dich zu sehen. Willkommen, willkommen! Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Das ist mein Angebot. So,
Hier. Das oder das? Ich denke mal, das hier ist bei uns ausreichend, oder? So. Zwei Pfeile mehr. Denke mal, das ist sinnvoller. Haben wir hier jetzt zwei Möglichkeiten? Das haben wir noch nicht erforscht. Okay. Hier schon. Die Effektdauer würde ich erhöhen. Dann die Entfernung oder zwei mehr. Ich würde mal sagen, die Entfernung, komm. War's das? Yep. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Bis bald. So, dann würde ich mal sagen, das war's mal für diese Aufnahme-Session. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann schaue ich mir mal an, was wir machen werden. So, bis dann. Tschüss.